Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele. Und heute nicht alleine, heute ist Mirko dabei. Ja, hi. War schon mal bei Dungeon Saga, beim Live-Spiel dabei. Ne? Nicht im Bild, aber ich habe gespielt, ja. Genau, gespielt. Und ja, deswegen, ich habe auch gar kein eigenes Spiel dabei, sondern eins von Mirko. Das wollen wir heute mal zeigen, das ist nämlich... Conan. Genau, und das Gute ist, ich bin eh ein bisschen angeschlagen, dann kann ich einfach hier sitzen, staunen und ein paar unqualifizierte Bemerkungen machen. Und von daher gebe ich es einfach mal weiter. Ja. Also ich bin ganz froh, das Spiel ist einen Tag vor der Essenmesse angekommen. Ich wäre beinahe nicht hingefahren, weil ich es erstmal auspacken musste. Und ihr seht, das ist eine ganze Menge Kram. Das ist nicht alles so Retail, das ist teilweise auch, sind auch teilweise Add-ons. Der Kickstarter, war ein Kickstarter-Projekt, lief Anfang 2015 an. Mhm. Januar irgendwann, Ende Januar. Und ja, jetzt war Auslieferung. Mit einem Jahr Verzögerung, aber das lag auch daran, dass einfach das Ding ist halt bombastisch durch die Decke gegangen. Die haben 16.000 Backer gefunden, die das Ding unterstützt haben, wollten 80.000 Euro sammeln, haben 3,3 Millionen gesammelt. Dementsprechend ist dann halt ein bisschen mehr draus geworden. Und also ich denke, das verzeiht auch, dass es dann mal ein bisschen verzögert. Ja, ich denke, bevor sie da was hinfuschen. Also ich habe mit deutlich mehr als einem Jahr Verzögerung gerechnet, ganz ehrlich, weil... ja, so viel, ja. wie da an Material dann letztendlich auch entstanden ist. Ja. Und es ist ja noch nicht mal alles im Bild. Die oberste Kiste passt ja gar nicht mehr in den Ausschnitt. Das ist, glaube ich, knapp im Bild. Doch. Ja, ja, das ist so Bild. Ja. Was ist denn das? Crossbowman. Ja. Gucken wir uns gleich alles mal aus der Nähe an. Hut ab. Ja, ganze Menge Kram. Und sehr schönes Artwork. Also, ich halte das einfach mal ein bisschen hoch. Mhm. Das ist... die King's Pledge Box, also das ist letztendlich das Add-on, was man bekommen hat, wenn man tatsächlich in der Kickstarter-Kampagne die etwas höherwertige Kategorie genommen hat. Man hätte auch die normale Box einfach nehmen können, ohne groß was dazu. Auch schönes Artwork. Ja, sehr schick. Aber ich denke, das hat sich gelohnt, weil das Ding ist rappelvoll, das ist richtig schwer. Und dazu gab es noch eine ganze Menge Add-ons, die man dazu nehmen konnte. Und es wird noch drei Erweiterungen geben. Die sind in der zweiten Welle dann, wie es inzwischen fast üblich ist, dass man so einen Kickstarter inzwischen teilt und dann eine zweite Welle hinterher schiebt. Aber hast du schon mitgeplätscht praktisch? Also ja, das war direkt mit dabei. Ah, sehr gut. Von daher, ich hoffe, dass das Spiel gut ist. Ja, nicht, dass ich dann da sitze und denke, ach Mist, da kommt jetzt noch was. Aber ich denke schon, weil... Ja, wir werden sehen. Wird schon Spaß machen. Wir gucken jetzt gleich mal rein, ja, würde ich sagen. Und ja, schalten jetzt einfach mal auf eine andere Perspektive. Ja, dann haben wir jetzt hier die Draufsicht und das ist jetzt erstmal nur das Basisset. Genau, das ist nur das, was im Basisset drin ist. Nur, genau. Das ist eine ganze Menge Kram. Man sieht jetzt auch nicht alles, weil es halt ein bisschen übereinander liegt. Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit den wichtigsten, die Miniaturen. Genau, ja? Genau. Da bin ich zwei schick. Ordentliche Trays Miniaturen dabei, plus nochmal ein paar größere Miniaturen. Ich halte das mal so, hier nochmal separat. Und also ich finde sie wirklich schön. Die sind super. Schön gemacht. Vielleicht mal diese große Schlange hier so ins Bild. Ja, kann man das erkennen. Das geht ganz gut. Ja. Ja. Ja, ich fand ja bisher miniaturenmäßig immer so Blood Rage, so Referenz. Und ich finde, da kommen die locker ran. Ja, ich denke auch. Also das ist wirklich schön detailliert. Die Posen wirken nicht irgendwie lächerlich oder sowas. Also das finde ich wirklich eine ganz durchgehend schön gemachte Miniaturen. Das ist echt gut. Das ist echt total detailliert, ja. Ah, die sind echt gut. Das, was man hier sieht, sind Gegner, sind Verbündete, sind... viel, viel mehr Gegner. Das hier oben sind die Charaktere, die man spielen kann. Auch eine ganze Reihe dann zur Auswahl. Gibt es für jeden Charakterbogen auch eine Charakter Miniatur? Dann, ja, ne? Genau, es gibt für jeden Charakterbogen eine Miniatur und umgekehrt. Und zwar dann immer zweisprachig. Französisch, und Englisch. Lyon, bis bei Namen ein bisschen, naja, also bräuchte ich nicht zwingend zweisprachig. Also gut, okay. Ja. Dass der Löwe dann hier übersetzt ist, ja, okay. Aber spätestens, wenn es dann in die Eigennamen geht, ist das halt so eine Sache. Ja. Ja,
Ja. Da steht halt vorne und hinten das gleiche drauf. Macht nichts. Man hat auf jeden Fall eine ganze Menge an Charakteren dazu Auswahl, die man spielen kann. Das ist eine, finde ich super. Ja. Die unterscheiden sich von ihren Eigenschaften, von ihren Fähigkeiten her natürlich. Und sind hier dann als Miniaturen alle separat zu finden. Das ist gut. Die wir zur Seite nehmen hier. Dann ein bisschen mehr von dem Rest noch sieht. Genau, weiter geht's. So, hier liegt noch was groß im Weg. Das ist eins der beiden doppelseitigen Boards. Was dann? Ja, gut. Ich mach das mal auf. Ups. Ein bisschen das Bild halten. Also das hier ist eine der schönsten Karten, wie ich finde. Ja, die ist super. Diese zwei Schiffe, die da nebeneinander liegen. Großartig vom Artwork her. Auf der Rückseite ist dann eine Kerker-Geschichte, wie eine Burg, eine verfallene Burg, so eine Burgruine. Auch super schön detailliert gemacht. Ja, ist echt großartig. Ja, hier fliegen irgendwelche Fledermäuse da wild durch die Gegend. Also das ist einfach schön. Ja, ne? Aber ohne total überlagert zu sein, so von irgendwelchen, also es ist alles drauf, was man braucht, detailliert genug. Aber nicht so 1000 fitzelige Sachen, die eigentlich da gar nicht hingehören. Das ist total gut. Die anderen beiden Boards, da können wir jetzt leider noch nicht komplett alles zeigen, weil jetzt noch viel drauf liegt. Hier ist also auf der Rückseite auch nochmal was. Was ich auch schön finde, hier vom Artwork her nochmal. Das hier irgendwie so ein Rabe mit drauf ist, so Vogelperspektive. Ja. Der Bursch ist halt ein bisschen näher dran. Da unten sieht man auch so ein kleines Schiffchen dann hier an der Küste liegen. Und hier dann halt, das ist die eigentliche Spielfläche. Ist einfach schön. Okay. Dann das, was ich hier gerade weggenommen habe. The Book of Skellos. Das ist der Wirkungsbereich des Overlords. Ja, hiermit steuert der Overlord seine Herrscharen. Da sind dann so kleine Tokens mit bei. Mhm. Als quasi die Energie, die man benutzt, um Dinge zu tun. Hier unten werden dann die verschiedenen Einheiten eingelegt, die man aktivieren kann, die man zur Verfügung hat. Ach, das sind dann die Gegner, die du auf uns praktisch, wenn du jetzt Overlord wärst, hättest. Genau, das ist das, was der Overlord da dann quasi aktivieren kann. Ah, ja. Wenn es aktiviert ist, wird es dann halt einfach, das ist auch ganz schön, einfach nach hinten gelegt. Wenn es getötet wird, wird es nach hinten gelegt, ist dann halt blutig. Ist dann halt blutig, ja. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache, weil es bleibt drin liegen. Und wenn jetzt weitere nach oben hochgeschoben werden, hier oben ist die Aktivierung von diesen Einheiten ziemlich günstig. Hier hinten wird es dann teuer. Mhm. Aber wenn nachher diese Einheit irgendwie durchgeschoben ist und liegt hier vorne, dann habe ich hier eine Einheit, die tot ist. Die kann ich nicht aktivieren. Nimmt mir Platz weg hier. Okay. Mhm. Also das ist eine ganz schöne Sache. Das ist ein schönes System, ja. Das blockiert mir hier was. Der Overlord kann die auch gegen Abgabe von zwei so Steinen, permanente Abgabe, dann komplett rausnehmen, dass man also dann das Ding dicht macht. Mhm. Also auch da gibt es dann Möglichkeiten. Aber das ist eine ganz schöne Sache und ein ganz, ganz schöner Mechanismus, um das Ganze, um als Overlord hier zu wirken. Mhm. Das Ganze ist auch modular gestaltet, also man kann diese ganzen Sachen hier noch rausnehmen, kann also andere Aktivierungskosten jetzt schon reinlegen, man kann hier andere Werte mit anlegen. Hat theoretische Möglichkeit, im Moment gibt es noch nichts anderes für, glaube ich. Aber im Moment, also man kann hier oben dann Fähigkeiten noch mit einlegen. Zum Beispiel hier so eine Reroll-Fähigkeit, einfach meine Gems drauflege und sage so, jetzt würfel ich einen Würfel nochmal. Oder ich verteidige jetzt mit einer Einheit, solche Sachen. Mhm. Und auch die sind halt einfach herausnehmbar. Das heißt, da könnte man in anderen Szenarien einfach noch andere Sachen mitmachen. Aber zurzeit gibt es nur diese drei. Ich kenne jetzt noch nichts anderes als das. Ja. Okay, also ich habe noch keine Szenarien gesehen, wo das anders ist. Also schön, ist halt Kunststoff. Funktioniert. Das ist robust, das macht echt einen super Eindruck. Ja, cool. So, was haben wir dann hier noch? Würfel. Viele Würfel. Custom Dice, ich mag das. Custom Dice. Ja. Ja, in drei verschiedenen Farben. Mit Symbolen drauf, entweder keine Symbole, hier ist schon ein kleines Symbol. Also das muss ich vielleicht erklären. Das ist eine ganz schöne Sache. Für Farbenblinde mag es schwierig sein,
Gelb, Orange und Rot zu unterscheiden. Rot hat, haben halt tendenziell die meisten Angriffssymbole, Orange mittelmäßig viele und die Gelben haben am wenigsten. Und damit man halt Gelb, Orange und Rot auch unterscheiden kann, wenn man farbenblind ist, haben die sich überlegt, machen wir da so kleine Symbole drauf. Okay. Die leeren Seiten, da kann man es vielleicht am besten sehen. Dreieck, Raute, Kreis? Oder wie, wie Dreieck, Raute, Kreis. Mhm. Ist eine ganz schöne Sache. Ja. Findet man übrigens auch dann auf den Karten. Ah. Also auf den Karten sieht man auch, hier ist eine Raute drauf. Das heißt, man weiß, das ist ein orangener Würfel. Ja. Okay. Ja, die Karten, ich finde die auch total schön gezeichnet, muss ich sagen. Mhm. Das ist echt, das Artwork ist auch echt. Die sind schön gezeichnet und durch die sind Wanken, auch, ne? Die sind auch schön, also ja. Die sind sehr, sehr dick. Also das ist wirklich robustes Material. Die Charaktere sind ein bisschen dünner. Also das ist. Ja. Ne, aber also hätten die alle Charaktere dann auch in diesem dicken Material gemacht, dann. Ja, es reicht hin. Also, es reicht hin, ja. Also, ich glaube, da kann man nicht mehr klagen. Gut, Würfel hatten wir. Mhm. Achso, das ist noch so ein Austauschplättchen hier für den Overlord. Für das, ne, mit anderen Werten drauf. Das kann man schon dessen hinlegen. Was das gleich macht, was das also macht, erklären wir ja gleich noch. Machen wir dann, genau. Nur das erstmal soweit. Die großen Miniaturen hier liegt auch schon mal aus dem. Schon mal raus? Das ist noch echt krass, ja, die, ne? Ach, die hier. Müssen wir mal zeigen. Die ist großartig. Thork. Thork? Thork. Ich bin in diesem ganzen Kronenuniversum überhaupt nicht firm. War ich tatsächlich auch nicht. Ja. Also ich kannte auch eigentlich fast nur den Schwarzenegger. Ja, finde ich ganz schlecht. Und habe mich danach nie mit Kronen wieder auseinandergesetzt. Das war, glaube ich... Aber tatsächlich habe ich inzwischen zu Hause ein 900-seitiges Sammelwerk von Kurzgeschichten. Okay. Also es gibt da sehr, sehr viel mehr Material. Robert E. Howard hat da in den so 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eine ganze Menge geschrieben, viele Kurzgeschichten. Mhm. Und Conan ist darin halt Wanderer, er ist Dieb, er ist König, macht also ganz viele verschiedene Sachen. Das ist eigentlich eine ganz schön, weil man alles hier dann auch irgendwo wiederfindet. Das ist super. Ja. Gut, weiter zum Material. Ja, genau. Dann haben wir diese schönen Karten dabei, die einem eigentlich alle Fähigkeiten, die die Charaktere haben, relativ einfach erklärt. Ja, also in ein paar wenigen Worten ist da beschrieben, wie funktioniert es. Einfach auf so einer Karte, auch wie alles andere, bilingual, Französisch, Englisch. Hier ist dann halt drauf beschrieben, wie funktioniert denn die Schwimmfähigkeit eines Charakters. Ja, wie funktioniert denn... Springen, Klettern und so weiter. Also hier die Movement-Skills. Hier Angriffs-Skills, die man hat. Da gibt es auch eine ganze Reihe an Optionen. Counter-Attacks, Critical Strikes und ganz, ganz viele verschiedene Kampfmöglichkeiten. Weithändiger Kampf und sowas. Mhm. Ja, alles, was man sich wünscht. Hier so allgemeine Fähigkeiten. Gift, Konzentration, Lockpicking, wo man irgendwelche Kisten etwas einfacher öffnen kann. Oder auch Leadership. Also es gibt Einheiten, die halt auch Minions mit sich führen können. Ja, Queen Bellis hat dann halt ihre Guards dabei. Da hat man dann noch zwei oder drei weitere Charaktere, die man dann halt befehligen kann. Ja? Das ist gut. So, was haben wir hier noch? Defense und Magic Skills. Also auch Magie gibt es in dem System, in der Welt. Es gibt verschiedene, kommen wir gleich zu dem hier, verschiedene, na, wo ist es? Verschiedene Spells, die man dann einsetzen kann, die man nutzen kann. Ja, und das wird halt auch gesteuert dann, oder das wird dann gesteuert über diese verschiedenen Magiefähigkeiten. Ja. Mhm. Und sind die denn jetzt diese Bögen einem Charakter dann immer jeweils zugeordnet oder ist das einfach eine Übersicht für alle Spieler, die... Das ist eine allgemeine Übersicht. Man kann sich das mal anschauen. Hier habe ich zum Beispiel einen Charakter, der hier unten Swim, Concentration, Leap, Leadership, Counter-Attack und... Ich weiß nicht, das aber anhand der Farbe schon mal schnell wieder und dann... Genau, da findest du schon mal, auf welcher Karte es ist. Mhm. Es gibt dann halt andere Charaktere. Der hat jetzt zum Beispiel auch Leap. Der hat hier noch eine andere Fähigkeit, das ist nämlich Spellcasting, das heißt, das ist dann ein Zauberer. Hat auch Concentration, hat hier dann aber noch etwas, das ist Leadership, glaube ich.
Und also einfach ein anderes Fähigkeiten-Set. Hier dann ist auch unterschiedlich, wie viele Fähigkeiten die dann haben. Mhm. Ja? Und das findet sich dann alles da wieder. Und was da im Einzelnen hintersteckt, steht dann halt auf den auf diesen Boards. Okay. Ja, wunderbar, das ist ja echt. Ja, es gibt auch ein paar Sachen, die von Szenario zu Szenario dann unterschiedlich sind. Zum Beispiel die Schwimmfähigkeit. Da wird dann vielleicht in einem Szenario erklärt, dass dann speziell für dieses Szenario das irgendwie eine andere Bewandtnis hat. Oder auch die Springfähigkeit, dass man vielleicht dann von einer Galerie, einem Balkon nicht herunterstürzt, sondern dann halt einfach springt und dann sich dann nicht verletzt oder sowas in dieser Richtung. Oder einen Würfel weniger Schaden nimmt oder sowas, wenn man diese Fähigkeit hat. Das ist dann aber szenarioabhängig. Das ist sowieso eine ganz schöne Sache. Man startet eigentlich mit einem relativ einfachen Grundset an Regeln und das wird dann erweitert über die Szenarien. Also man spielt ein Szenario und das Szenario bringt dann andere Effekte noch mit rein. Mhm. Also man lernt das Spiel tatsächlich relativ gut, einfach indem man nacheinander weg ein paar Szenarien spielt. Gut. Das ist toll gemacht. Also wenn das so tutorialmäßig aufgebaut ist. Ja, ich bin gespannt, wie das dann tatsächlich im wirklichen Doing funktioniert. Ja, das wird man sehen. Aber ich glaube doch. Machen wir eben die Karte noch zu Ende. Ja. Das ist unterschiedlicher Nutzen. Ein Rundentracker zum einen, wo dann halt irgendwie ein Counter drauf hochläuft. Ich finde jetzt gerade keinen, der passt. Das kann aber auch für irgendwelche Bossmonster zum Beispiel ein Lebenspunkt-Track sein. Ja, der liegt dann da. Und wenn der Lebenspunkte verliert, dann geht er halt runter. Okay. Ja. Also praktisch alles, was so mit Zahlen und so festgehalten werden muss, läuft alles über den Genau, einen. Hat man dann zentral einmal das eine Blatt dabei. Das Board habe ich gerade, oder das Deck hier habe ich gerade schon einmal kurz gezeigt. Da sind die Spells. Sprüche mit drin. Hier habe ich aber auch dann die ganzen Gegenstände, also Waffen zum Beispiel. Conans Schwert bringt dann irgendwelche zusätzlichen Würfel zum Kämpfen, zum Verteidigen. Ich kann das Ding auch werfen, dann ist es weg. Das sagt mir das Symbol dann hier. Ganze Reihe von verschiedenen Gegenständen, Waffen. Life Potions, da zeigt mir auch an, was ich damit machen kann. Also eine ganze Menge Material, was ich hier dann noch in Karten dann habe. Ja. Wow. Ja, ich würde sagen, also ausstattungsmäßig gibt es da nichts zu meckern. Ne? Das ist also auch von der Menge her. Also hat eine Menge, viel Varianz für die ganze Sache. Ne? Ja, ja, ich denke auch. Also es hat einen hohen Wiederspielwert. Einfach weil man nicht zweimal das gleiche spielen muss. Ja. Man kann auch. Es gibt zwar zu jedem Szenario, die sind in diesem Overlord-Book dann drin. Das kann man eben einmal. Die Szenarien sind dann hier drin. Das ist immer gleich aufgebaut. Ich zeig jetzt mal einfach das erste Szenario hier mal. Also oben so ein kleiner Flufftext. Dann gibt es eine Karte, wie man das Ganze erstmal aufbaut. Siegbedingungen für den Overlord und für die Spieler. Und dann halt Sondergeschichten. Wie viele, also erstmal hier unten sind die Sonderregeln. Hier hat man dann einen großen Teil, der einen vorschlägt, welche Helden sollte man dafür nehmen. Man kann natürlich, wenn die vorschlagen, man sollte Conan dabei haben, kann man auch sagen, nein, ich will Conan nicht. Mhm. Ich nehme einen der anderen Charaktere dabei. Ja, also da ist man eigentlich frei. Es gibt ein paar Szenarien, wo dabei steht, dass die halt dann obligatorisch sind, dass die dabei sein müssen. Aber auch da würde ich sagen, ist das nicht unbedingt immer zwingend so. Vielleicht um von der Story her da das Ganze schlüssig zu haben, ja, aber im Grunde genommen könnte man es auch mit anderen Charakteren spielen. Okay. Ja. Und das ist eigentlich mal alles, was zu einem Szenario gehört. Also viel mehr ist es nicht. Damit kann man das spielen. Sieht man zum Beispiel dann 5 Siegpunkte oder 5 Hitpoints hat dann hier der eine Surak Sarg, das ist irgendwie ein Magier, und hier dann so eine Giant Snake, eine große Schlange, hat hier 8 Hitpoints. Die werden halt, wie gesagt, dann auf diesem Tracker angezeigt. Bosse, ja, genau, die Bosse, die Bossmonster. Und die anderen haben halt dann einen Lebenspunkt. Das heißt, trifft man die, ja, sind die halt weg. Und du kannst sie immer wieder neu aktivieren. Als kannst du sie, also wenn eine komplette Einheit von, also
Eins dieser Plättchen beschreibt nicht nur eine Einheit, ach so, sondern kann halt auch eine Gruppe von Einheiten beschreiben. Ja? Mhm. Das kann ich vielleicht mal hier nochmal zeigen. Ich lasse hier nochmal wieder ins Bild. Hier sieht man, zum Beispiel habe ich hier eine blaue Gruppe Skeletons. Und hier ist eine gelbe Gruppe Skeletons. Das heißt, ich habe dann irgendwo auf dem Feld Skelette mit einer blauen Base und einige Skelette mit einer gelben Base zum Beispiel. Mhm. Und weiß dann, wenn ich die blauen aktiviere, das ist die Gruppe. Wenn ich die andere aktiviere, ist es die. Und wenn jetzt da drei Skelette drin sind und zwei davon sind tot, ist halt noch eins da. Das heißt, dann aktiviere ich halt nur noch das eine. Ist die komplette Gruppe weg, ja, dann schwupp, wird der umgedreht. Und dann schleppe ich halt da die tote Gruppe mit mir rum. So wie hier das, was ich vorhin schon mal gemacht hatte. Aber die andere Gruppe ist halt auch da. Das heißt, ich kann dann die Skelette mit dem andersfarbigen Base halt dann noch so aktivieren. Alles klar. Ja. Mhm. So, ja, hier habe ich ja eben schon mal, das sind letztendlich diese Teils, die da auch auf dem Book of Skellers liegen. Das sind die Auswahl, ne? Ja, das ist reichlich, was hier dabei ist. Hier ist auch diese Giant Snake. Die ist hier zum Beispiel zweimal dabei. Liegt teilweise daran, dass man damit auch Gegner oder Monster halt mehrfach aktivieren kann. Also wenn die nacheinander liegen, dann aktiviere ich den als Overlord, lege den nach hinten, und dann kann ich den als nächstes wieder aktivieren. Ah ja, okay. Mhm. Ja, also damit habe ich zum Beispiel eine schnellere Schlange zum Beispiel einfach mal dargestellt. Also man muss das schon ein bisschen taktisch vorgehen, sag ich mal, auf dem Brett da. Ne? Man muss das schon ein bisschen taktisch vorgehen. Ja. Auch wenn wir jetzt noch nicht so tief in die Regeln einsteigen wollten. Aber stimmt. Einfach mal, das sind die Aktivierungskosten. Das heißt, ich muss immer meine Ressourcen hier, meine Gems ausgeben dafür, dass ich was aktiviere. Wenn ich den hier vorne aktiviere, die Einheiten mit Skeletten, gebe ich zwei aus. Wenn ich aber hier hinten zum Beispiel diese Pict Hunters aktivieren will, weil die mir vielleicht gerade irgendwie günstiger stehen, oder weil das vielleicht noch ein paar mehr sind, mit denen ich jetzt gerade noch was reißen will, dann müsste ich halt 6 ausgeben. 2, 4, 6, dann wäre ich schon blank. Alles klar. Mhm. Deswegen, sowas hier, tote Einheiten da drin, stören halt immer. Weil die kann ich jetzt aktivieren. So, damit darf ich sie jetzt aktivieren. Die machen nichts, weil die sind tot. Ich leg's nach hinten. Das ist alles, ja. Das wäre halt doof. Das heißt, die will ich eigentlich gar nicht groß drin haben. Die blockieren mir das ein bisschen. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, ist das hier. Das sind für jedes Szenario spezielle, oder die gibt es in den meisten Szenarien, spezielle Events, die passieren. Das kann alles Mögliche sein. Es kommt Nachschub, tritt irgendwas Spezielles in Kraft. Das kommt dann halt entsprechend jeweils auf das Szenario an, was ich spiele. Das kann ich auch ganz normal aktivieren. Also ich könnte auch, wenn das noch irgendwo ziemlich weit hier hinten liegt, könnte ich sagen, ich hau jetzt 8 Punkte raus, um das jetzt schon zu spielen. Ja, oder ich warte halt, bis ich hier vorne die ganzen billigen Sachen weggefrühstückt habe und das dann irgendwann hier vorne angekommen ist und gebe dann halt, hier in dem Fall 3 aus, um es jetzt zu aktivieren und das dann spielen zu können. Okay. Auch das wird dann wieder hätten angelegt. Also das mal einfach ganz kurz mal. Finde ich ein total schönes System. Also es wirkt auf mich auf jeden Fall, mindestens also vom Lesen her elegant. Also ich hätte Lust drauf, das so zu spielen. So. Ja. Als Overlord. Ja. So, nochmal zurück zu den Karten. Was mich ein bisschen verwirrt hat, also hier zum Beispiel ist eine, das sind 4-mal, liegt jetzt wahrscheinlich daran, wie alles an Material da drin, habe ich es in Englisch und Französischsprachig in der Box gehabt. Das kann natürlich sein, ja. Ich habe jetzt hier mal alles Französischsprachige, weil ich es einfach jetzt gerade nicht brauche, raussortiert. Die Frage ist halt, also ob ich dann die Eigennamen auch, also die hätte ich jetzt eigentlich raussortieren müssen. Ob ich dann die Eigennamen auch sortieren, das ist ein bisschen sortieren muss, weiß ich nicht. Und ja gut, Fock auf Englisch und Französisch gibt es da wahrscheinlich wenig Möglichkeiten. Also, mich hätte es jetzt auch nicht geärgert bei den Skeletten, wenn da irgendwie Skeleton statt Skeletons drauf gestanden hätte. Oder was auch immer, mein Französisch ist lausig. Aber dadurch ist wirklich alles doppelt, ne? Ja, dadurch ist wirklich alles an Material doppelt drin. Ja. Fand ich erstmal ein bisschen verstörend, muss ich sagen, weil ich wirklich einen kompletten, nein, anderthalb komplette Bögen letztendlich jetzt nicht benutze. Mhm. Weil die halt einfach da sind. Doppelt da sind. Ja. Aber gut, ist so. Ist so, letztendlich. Es ist immer noch genug Material, mit dem ich auch noch spielen kann. Von daher ist ja noch mehr. Ja, also wirklich viel Kram dabei.
Hier noch ein zweiter Event. Also wenn ich irgendwie was noch für Szenarien noch einen zweiten Event mit einbauen will, kann ich das damit auch. Ja, ja, reichlich, wirklich. Ja. Lass mal in die Seite nehmen. Dann können wir mal schauen. Jede Menge Tokens sind noch dabei. Ich weiß gar nicht genau, was die alles machen. Also die hier zum Beispiel setzt man ganz gerne ein, um seinen Nachschub zu markieren, wo der auftaucht. Mhm. Also sagen wir, auf dem Feld hier und auf dem Feld, das sind die Felder, auf denen, wenn Nachschub zum Beispiel über so ein Event hier ins Spiel kommt, laut Szenario, dann wäre es halt an diesen beiden Punkten, einfach damit man das weiß. Okay. Mhm. Die Tokens sind ohnehin, also die meisten Tokens sind eigentlich nicht, da ist nicht festgelegt, was macht das Token. Das kann einfach so ein Haufen Stein oder sowas sein, den ich irgendwo hinlege, um zu markieren, okay, der Weg hier ist gesperrt. Mhm. Das kommt dann halt auf das jeweilige Szenario an. Also das kann alles Mögliche sein. Es gibt so ein paar Tokens, die für die Grundbox, also ich habe zumindest noch nichts gefunden. Es gibt keine Miniaturen, die für Spinnen sind. Ich habe Spinnennetze. Im King's Pledge wiederum waren Spinnen mit drin. Also alles klar, ja. Wahrscheinlich sind die dann dafür schon direkt. Ja, also jede Menge Tokens, verschiedener Art. Hier haben wir dann noch Truhen. Also ich kann dann direkt das Spielfeld irgendwo mit Truhen schon mal aufbauen. Da finde ich dann eine und da finde ich dann eine. Und kann dann halt mit diesen Truhen dann auch interagieren und irgendwas dann finden zum Beispiel. Ja, also eine ganze Menge schönes Material für auch viel schon vorbereitet, glaube ich, für eigene Szenarien. Also dann nicht nur die vorgefertigten. Ich weiß gar nicht genau, wie viele in dem Grundbuch drin sind. Ja, das sind schon eine ganze Menge. Ich glaube, in Summe habe ich 16 oder 20. Das ist ja anständig für so ein Grundspiel. Ist das echt viel. Man kann natürlich dann auch seine eigenen Szenarien entwickeln. Es gibt auf der Homepage von Monolith auch eine Sektion, wo sie die Szenarios anbieten. Im Moment ist das noch überschaubar, das soll aber hoffentlich bald mehr werden. Und natürlich findet man auch in den Foren schon so die ersten, die sich da was überlegt haben. Mhm. Und auch gezielt Stories von Robert E. Howard, also Conan, dann nachspielen quasi. Ja, also das ist eine schöne Sache. Da gibt es wirklich dann schon viel, was die Fanbase gerade schon erarbeitet, glaube ich. Ja, das ist schön. Das ist schön. Also, die habe ich noch nicht gezeigt. Blau gibt es auch. Ja, sind die gleichen Steine quasi nochmal in Blau. Das sind dann die für die Helden. Gleicher Mechanismus. Man hat Steine und aktiviert damit halt bestimmte Fähigkeiten. Das sind halt diese kleinen blauen Steinchen. Mhm. Ja. Die Klassiker. Die Klassiker, ja. Ganz nett. Ja, ja, jetzt haben wir hier ein Szenario aufgebaut. Oder du hast ein Szenario aufgebaut. Und ja, für zwei Spieler. Ja, genau. Also die Szenarien sind immer so, dass in dem Spielleiterbuch oder in dem Book of Skellos, wie es hier glaube ich auch heißt, in dem Overlord's Book, The Overlord's Book, die Szenarien, da ist immer angegeben, für wie viele Spieler das ist und wie schwierig das Abenteuer für die einzelnen Spieler ist. Moment, so kann es glaube ich sehen. So, ne? Hier oben ist die Schwierigkeit. Ein Rabe wäre ganz einfach, hier sind es drei Raben, das ist schon etwas schwieriger. Und das hier zeigt dann an, für zwei Spieler ist das Ganze. Ist leider das einzige Zwei-Spieler-Szenario. Alle anderen sind für drei bis halt maximal fünf Spieler, inklusive des Overlord. Wie gesagt, das einzige hier für zwei Spieler. Wäre schön, wenn da noch was käme. Also das finde ich ja gerade bei solchen Spielen toll. Ja, und hier ist schon eine Erweiterung zu sehen. Ne? Ja, die erste Erweiterung haben wir schon mit reingepackt. Und zwar sind das sehr schön. Ich halte es mal ein bisschen näher an die Kamera. So kleine Truhen. Ja. Warum die jetzt weiß sind, weiß ich nicht. Die hätte man vielleicht auch einfach irgendwie in braun machen können. Sind jetzt hier weiß, okay. Was mich dabei ärgert ist, ich habe davon fünf Stück. Das ist jetzt mein eigener Fehler, weil man sieht, in dem Szenario ist hier noch eine weitere Kiste und das ist noch ein Pappmarker, weil in dem Szenario werden halt dummerweise sechs verlangt. Ja. Also ich muss noch mal einkaufen, heißt das. Das heißt es. Hilft ja nichts. Gut, also das Szenario zeigt hier auch, wir hatten es vorhin mal nicht mitgezeigt, die
Karte, die eine Karte, die wir halt noch übrig hatten, das Inn, die Gaststätte oder das Gasthaus. Mhm. Und das einmal so aufgebaut, das Setting ist Conan, der sich hier befindet, hat einen Tempel des Anu ja, ausgeraubt. Das ist Conan der Dieb in diesem Fall. Okay. Ja, ja. Und die Priester haben halt blutige Rache genommen und seinen Kumpanen schon aufgeknüpft. Und naja, Conan nimmt nun Rache. Mhm. Ja, wie Conan das immer so oft macht. Conan nimmt Rache und hat sie halt in diesem Inn aufgespürt, hat aber dummerweise sich einen Fluch eingefangen und hat jetzt wilde Halluzinationen und versucht jetzt den Priester zu finden, der dafür verantwortlich ist, dass er diese Halluzination hat. Okay. Das ist die Story, das ist das Setting, was wir dafür mal aufgebaut haben. Man sieht, alle Gegner stehen schon auf dem Brett. Das heißt, man sieht also vorher schon, worauf man sich ja einlässt. Also wie bei Descent zum Beispiel, das ist ja auch genau. So, ne? Da sieht man es auch. Der Overlord hat sein Brett hier dann auch schon mal aufgebaut. Das ist dann auch offen für jeden zu sehen. Mhm. Sehr überschaubar. Zwei verschiedene Einheitengruppen. Beides jetzt sogar die gleichen. Bosnian Guards. Einmal in blau und einmal in so einem orange. Das sind die blauen, das sind die orangenen. Und hier ein Event. Was das ist, da kommen wir dann gleich zu. Außerdem haben wir in den einzelnen Räumen hier noch Respawn-Punkte. Und hier vorne, das ist gleich nicht im Bild jetzt, hier liegen auch noch zwei Respawn-Punkte. Da können also Einheiten dann im Nachgang wieder auftauchen. In den einzelnen Räumen hier dann auch noch diese Plättchen, die in diesem Fall dann halt die Priester repräsentieren. Mhm. Ja. Die sind durchnummeriert von 1 bis 5. 5 haben wir, glaube ich. Conans Aufgabe hier ist es, Priester Nummer 1 zu finden, weil Priester Nummer 1 ist der ihn verflucht hat und den muss er finden. Um den Fluch zu brechen. Genau. Conan ist ausgerüstet hier mit einem Schwert und einem Leather Armor, die ihm seine Fähigkeiten nochmal ein bisschen verbessern. Ja, also er hat durch das Schwert halt noch einen weiteren Würfel im Kampf, den er auch rerollen kann. Den kann er nochmal würfeln, wenn er nicht gut war. Und er kann das Schwert auch zum Parieren benutzen. Also auch da hat er nochmal einen Bonus drauf. Und das Leather Armor gibt halt einfach auch nochmal einen Würfel zum Verteidigen. Mhm. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Conan hat hier eine ganze Menge von diesen blauen Gems bei sich liegen. Damit aktiviert er seine einzelnen Fähigkeiten. Soll ich mal vielleicht... Ja, vielleicht gehen wir mal so ein rum. Bisschen drehen und mal eben einmal so... Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Ich kann ja mal so ein bisschen hier ein bisschen weiter reinhalten. Also die Gems. Und jetzt störe ich auch nicht weiter. Okay. So, was kann Conan jetzt machen? Er kann jetzt zum Beispiel... er hat hier Bewegung und er hat zwei freie Bewegungspunkte. Damit könnte er jetzt sich einfach zwei Felder bewegen. Also 1, 2 zum Beispiel. Ja, er könnte auch, wenn er in den anderen Raum hier rüber will, macht das sogar eine Tür, da ist eine Öffnung, kann er einfach so durchgehen für einen Bewegungspunkt. Ja, der ist frei. Wenn ich weitere Bewegungen jetzt machen wollen würde, kann ich auch, also ich mache meine 1, 2 freien Bewegungspunkte und danach gebe ich nochmal zum Beispiel zwei von den Gems aus und mache noch weitere Bewegungen. Die lege ich erstmal dahin, ja, damit ich weiß, wie viele ich da in Summe abgegeben habe. Ich darf nämlich Maximum 4. Ja. Also ich könnte jetzt auch noch zwei weitere und in Summe dann 4 Bewegungen machen. Ich habe jetzt mal 2 reingeschoben, mich nochmal 1, 2 weiter zu bewegen, zum Beispiel. Ja. So, dann könnte ich sagen, das reicht mir jetzt als Zug. Dann würden diese Steine hier runtergehen in die Fatigue Zone und dann wäre der Overlord dran. Ja, beispielsweise. Conan hat eine ganz interessante Fähigkeit. Er hat nämlich die Fähigkeit Wallwrecker. Ja, das heißt, er kann Wände einrennen. Ja, mhm. Das kostet ihn auch 2 Punkte. Also. Das heißt, wenn er sich hier befindet zum Beispiel, kann er sagen, ich gebe 2 Bewegungspunkte aus, schwupps, und breche direkt durch die Wand hier durch. Bietet sich an in dem Szenario, ne? Das ist, steht direkt bei den Wachen dann. Ja, genau, zum Beispiel. Ja. So. Die Hand wechseln. So. Ich habe es vorhin schon gesagt, in den einzelnen Szenarien
sind die Fähigkeiten teilweise modifiziert. Wenn sich Conan zum Beispiel hier auf dieser Galerie befindet, hier ist so ein kleiner Balkon, kann er auch direkt hier über die Galerie springen und landet da unten. Allerdings verursacht das Fallschaden. Das heißt, ich müsste jetzt, wenn ich da runter will, mit zwei Würfeln würfeln. Das Szenario sagt mir aber, wenn ich die Fähigkeit Leap besitze, springen, dann muss ich nur einen würfeln. Ja? So, in diesem Fall würde ich jetzt also einen Punkt Schaden nehmen. Das natürlich ja, kann Conan leapen. Ach, natürlich. Ja, klar. Also in diesem Fall würde das halt dann um einen Würfel reduziert werden. Wenn ich hier von der Treppe aus über das Geländer rüber springe, ist es, glaube ich, ein gelber Würfel im Szenario. Der hat etwas weniger Schadenssymbole drauf. Ja, das tut da nicht ganz so weh. So, das sind dann die Sonderfähigkeiten, die ich da nutzen kann. Meine Schwimmfähigkeit werde ich hier im Inn leider nicht einsetzen können. So what? Nee, wird nicht passieren, das sieht nicht so aus. Vielleicht nochmal eben ein Wort zu den Werten, die ich hier unten drauf habe. Mhm. Die zwei habe ich erwähnt, das habe ich gesagt. Das heißt, ich habe zwei freie Bewegungsaktionen. Hier unten diese kleine Zahl in der linken Ecke sagt mir an, wie viele Gems ich maximal auf diese Fähigkeit einsetzen darf. Also ich dürfte zum Beispiel zum Angreifen, dürfte ich hier maximal 5 reinziehen. Würde ich einen Gem da reinziehen, hätte ich einen roten Würfel zum Angreifen dazu. Ich kann in dieser Aktion aber auch einfach sagen, ich mache einen richtig starken Angriff, schwupps, hau da 5 Würfel rein. Kann aber dann in dieser Aktion keinen weiteren Angriff machen. Ja? Gefaltschlag. Also ein extrem starker Schlag, ja, mit meiner Sonderfähigkeit hier vielleicht sogar noch, die ich in diesem Fall habe, dass ich so einen Rundumschlag mache, dann schlägt der Schaden auch auf andere Einheiten in dem Bereich durch. Das ist dann vielleicht eine ganz schöne Option. Einfach wenn ich bei anderen, bei einer Gruppe von anderen, von Gegnern irgendwie Schaden machen will. Das, was ich hier unten sehe, sind, ist der Einfluss von dem Gewicht. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel ein Schwert, das wiegt 2 Kilo, eine Rüstung auch. Conan kann maximal 12 Kilo tragen. Ich weiß nicht, was Kilo sind, aber auf jeden Fall die Gewichtseinheit. Mhm. Wenn ich ein Gewicht von 6 trage, dann kann ich nicht mehr schwimmen. Ein Gewicht von 8, dann kann ich nicht mehr springen. Und so weiter. Also zum Beispiel das Wendeeinrennen, das klappt noch ganz gut, auch wenn ich ein bisschen schwerer bepackt bin. Erst wenn ich bei 11 Gewichtseinheiten bin, dann wird das damit auch wird es noch nicht mehr funktionieren. Alles klar. Mhm. Hier hinten sieht man noch meinen Bewegungsmodifikator. Das heißt, wenn ich Gewicht dabei habe, 8 Kilo, dann geht meine Bewegung um einen runter. Das heißt, meine freie Bewegung ist nur noch 1. Ja? Und so sind dann diese Zahlen zu lesen. Mhm. So, wenn ich, also wie gesagt, diese Gems setze ich jeweils ein, um Fähigkeiten zu aktivieren. Ich kann also auch sagen, ich möchte jetzt nochmal 2 einsetzen, nachdem ich hier mit diesen 5 irgendwie angegriffen habe. Und 2 Würfel sind irgendwie nicht so gefallen, wie ich mir das gedacht habe. Dann setze ich hier nochmal 2 Würfel rein auf Reroll. Und kann diese beiden Würfel einfach nochmal würfeln. Praktisch, ja. Ja. Mhm. Genau. Nur nach dem Zug. Reroll ist unlimited, ne? Da steht keine Zahl drin. Da kann ich, also solange genau. Ich rerollen möchte und Steine habe, kann ganz ich genau. Okay. Ganz genau. Mhm. Hier oben, da wo dein Daumen ist, ist so ein Schild. Mhm. Das zeigt an, dass ich auch noch Aktionen vielleicht teilweise brauche, wenn der Overlord dran ist. Das heißt, wenn ich hier alles ausgebe an diesen Steinen, habe ich möglicherweise ein Problem nach meinem Zug, wenn der Overlord am Zug ist. Weil ich sage jetzt mal, ich bin durch. Dann gehen die Steine alle hier runter in die Fatigue Zone. Mhm. Und jetzt wäre der Overlord dran. Der greift mich an. Was mache ich? Habe ich hier keine Steine mehr, kann ich nichts mehr machen. Aber so kann ich sagen, ich verteidige mich. Dann kann ich da zum Beispiel Steine reinsetzen, okay, und noch Verteidigungswürfel bekommen. Mhm. Ja. Das heißt, ich sollte immer sehen, oder ich sollte überlegen, ob ich vielleicht noch einzelne Gems zurückhalten will. Es gibt halt diese Erholungsphase, wann die wiederkommen. Was kommt erst, wenn ich zu Beginn meines Zuges? Oder wann kommen die zurück? Genau, das kommt dann danach. Das können wir gleich einmal erklären. Okay. Ja. Tja, dann machen wir mit dem Book of Skullers weiter. Der Overlord-Zug. Das heißt, der Overlord ist dran. Nachdem der Held, in diesem Fall der eine Held, mit seinem Zug fertig ist, gepasst hat. Und hat jetzt verschiedene Optionen, was er tun kann. Also zunächst mal sieht man hier, er hat 4 Gems jetzt hier nur in diesem Bereich, den er frei zur Aktivierung hat. Und 4 sind noch in dem Bereich,
der halt schon erschöpft ist, sozusagen. In jeder Aktion darf er dann drei dieser Gems hier wieder rübernehmen in diese Zone. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 ausgebe, würde ich danach aber auch nur wieder 3 wiederbekommen. Mhm. Ja, ich kann auch alle 2, 4, 6, 7, die ich hier habe, in diesem Zug ausgeben. Hätte dann nichts mehr, um noch zu parieren, um mich zu verteidigen. Und würde im nächsten Zug auch wieder nur 3 bekommen. Das ist also schon eine Abwägungssache, was ich jetzt tue. Ein Ressourcenmanagement. Das ist ein Ressourcenmanagement an der Stelle. So, man sieht, das ist in dem Szenario ziemlich überschaubar, was ich für Einheiten habe. Ich habe einmal Dieseltruppe, das sind die blauen hier, für Aktivierungskosten 1 und ich habe die hier, die orangen in diesem Fall im Moment für Aktivierungskosten 2. Und bei Aktivierungskosten 3 liegt hier ein Sonderevent, das genauer im Szenario beschrieben ist, in den Regeln des Szenarios. Das ist in diesem Fall nämlich so, dass je nachdem, wie viele von den Priestern, es geht ja darum, Conan will sich ja von seinem Fluch befreien, das heißt, er muss die Priester einzeln abklappern, die sind hier dann über diese Marker dargestellt, da sind hinten dann Zahlen drauf. Und in diesem Szenario ist es so, dass der Priester mit der Nummer 1, ich weiß gar nicht, wo er liegt, da habe ich ihn hingelegt, weiß jetzt natürlich der Conan-Spieler nicht. Das heißt, wenn er den Priester mit der Nummer 1 findet, dann ist der Fluch gebrochen und dann muss er nur noch aus dem Innen entkommen und dann hat er gewonnen. Das ist jetzt in dem Fall mal seine Siegbedingung. Mhm. Und ich muss das als Overlord halt verhindern. Zunächst mal, indem ich den Priester natürlich an eine Stelle lege, vielleicht die ein bisschen unzugänglicher ist. Es sind zwei Punkte vorgegeben, aber die sind halt wild gestreut über das Inn. Und da muss halt Conan halt auch erstmal hin. Was man hier jetzt schon sieht, hier steht eine Miniatur. Die habe ich noch nicht hier drin, weil auch die wird über das Event nachher ins Spiel gebracht. Spätestens nach 12 Zügen, deswegen wir haben hier am Rand auch diesen Rundenzähler liegen, das heißt hier drauf ist dieser kleine Marker, der dann weiter hochläuft, pro Runde, spätestens nach 12 Zügen kommt diese Miniatur hier ins Spiel, tack, 10 Siegpunkte hat er nachher, die man dann auch wieder mit diesem kleinen Marker hier bei der 10 einfach markiert, das ist nicht im Bild, also da ist die 10. Und das heißt, diese Figur hätte, sobald sie dann ins Spiel kommt, 10 Siegpunkte. 10 Hitpoints, so. Mhm. Also hier wird die 10 praktisch. Genau. Bild. So. Der ist schon ganz schön heftig. Der hat jetzt zum Beispiel 2 Angriffswürfel, die er beide rerollen darf. Die haben beide hier einfach schwächere Angriffswürfel. Der hatte 2 rote, die normalen Guards, die herumlaufen. Die haben mal einen orangen und einen gelben. Das heißt, der ist schon richtig gefährlich. Mhm. Aber ist ja am Anfang noch nicht im Spiel, sondern kommt erst, wie gesagt, nach 12 Runden. Oder aber, wenn Conan schon mindestens 3 von den Priestern ausgeschaltet hat, die halt dann nicht die Nummer 1 hatten, und dann das Event gespielt wird. Mhm. In diesem Fall, im Szenario ist es so, je nachdem, wie viele von den Priestern Conan schon befragt hat. Mhm. Ja, lass mal so stehen. Genau. Passieren verschiedene Dinge. Das heißt, wenn ich noch keinen Priester erwischt habe, dann gibt es nur Reinforcements für den Overlord. Das können immer nur die Einheiten sein, die man schon draußen sind. Das heißt, hat Conan eine Einheit vernichtet, dann würde ich eine Einheit in meinen Ressourcen in Reinforcements wieder ins Spiel bringen können. Ah, okay. Ja? Mhm. Und zwar dann auch nur an den Punkten, die halt markiert sind. Das heißt, hier ist einmal in diesem Raum, da schläft wahrscheinlich einer, der kommt dann als Reinforcement. Oder hier vorne zum Eingang herein, das sind die nicht im Bild sind. Da kann ich auch maximal 2 Reinforcement-Einheiten dann ins Spiel wieder reinbringen. Ja. So. Das heißt, als Overlord, was mache ich jetzt? Ich aktiviere jetzt zum Beispiel mal meine blauen Einheiten hier. Das heißt, ich gebe einen aus, pack den hier rüber in die Fatigue Zone und kann dann meine blauen Einheiten 2 Felder bewegen. 1, 2. Ich kann jetzt auch noch weitere Benefits nutzen, indem ich Gems dafür ausgebe, hier auf diese Movement zu gehen. Ja? Das heißt, ich würde dann 2 Gems ausgeben, um 2 Einheiten, da muss ich den einzeln bewegen, jeweils noch einen weiter bewegen zu können, zum Beispiel.
So, will ich jetzt direkt zu Kaunen laufen, müsste ich nochmal 2 einsetzen. Ich darf dann hier maximal nochmal diesen Wert quasi verdoppeln. So, dann hätte ich aber wenig jetzt noch irgendwo ranzugreifen. Das mache ich noch nicht. Das heißt, die bleiben mal da. Die bleiben vielleicht sogar da. Also ich bewege die nur so weit. Dann kann ich jetzt noch die andere Einheit, achso, wenn ich die aktiviert habe, schwupp, geht die nach hinten. Ich könnte sie jetzt direkt wieder aktivieren. Für 3. Ich kann jetzt auch sagen, ja, die ist jetzt hochgerutscht. Die kostet mich auch nur 1 zum Aktivieren. Das heißt, auch die hier bewege ich jetzt. Ja? Mhm. 2 Bewegungen sind kostenlos. 1, 2. So. Alles klar. Mhm. Ja. Und so kommt das nach und nach dann immer weiter voran. Wie gesagt, ich gebe x von diesen Gems aus, je nachdem, was ich hier tun will. Ich kann auch einen Angriff machen, da müsste ich entsprechend nochmal Gem ausgeben. Ich könnte sie verteidigen lassen, wenn sie angegriffen werden. Da kann ich entsprechend dann noch was ausgeben. Ich kann sie verteidigen lassen mit dieser Guard-Aktion. Kostet aber alles immer Gems und ich bekomme, wie gesagt, dann immer den Wert auch zurück. Mhm. Ja. Das ist das, was der Overlord macht. Das ist der Overlord-Zug. Das ist der Overlord. Okay. Und der Spieler, der kriegt auch am Anfang seines Zuges die Sachen zurück. Das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Ja. Der kriegt am Anfang des Zuges seine Sachen zurück. Ja, das, man hat 2 Möglichkeiten. Mhm. Wir gehen das vielleicht nochmal in die Kamera. Also so sind wir eben geendet. Alle Gems, die ich von hier ausgegeben habe, kommen nachher hier in diese Fatigue-Zone. Werde ich verletzt im Kampf, kriege ich Wunden. Gehen die dann in diese Zone. Ah. Von da aus kann ich die nicht so einfach wieder zurückbekommen. Mhm. Ja, die sind weg. Sagen wir mal, das steht so. Ich bin dran als Conan-Spieler und kann mich nur entscheiden, was will ich machen. Ich kann auf Guard-Stance gehen oder auf den Action-Stance. Was heißt das? Bei Guard-Stance kann ich eigentlich nichts machen, außer mich zu verteidigen und da stehen bleiben. Mhm. Bekäme aber 5 von meinen Jumps wieder. 3, 4, 5. Ja. Wie gesagt, ich kann jetzt in der Runde sonst nicht viel anderes machen. Das ist mein Zug zu Ende. Das ist dann praktisch. Ist der Zug quasi damit durch. Oder ich sage, nee, ich möchte was tun und nehme nur 2 zurück. So. Habe aber ganz normale Aktivität dann. Das, was hier drunter zu sehen ist, ist bei mehr Spielern interessant. Und zwar, wenn hier schon einer meiner Kumpels verstorben ist, dann erhöht sich jeweils das, was ich bekomme. Sind schon 2 oder mehr dahin, dann erhöht sich das nochmal ein weiteres Mal. Wird nachgebalanced. Es wird nachgebalanced. Das heißt, es wird dann etwas einfacher, weil ich einfach mehr Handlungsoptionen habe, weil ich mehr Gems zurückbekomme. Heißt aber, ich muss mich entscheiden. Grundsätzlich will ich jetzt hier wirklich was tun, kriege aber relativ wenig Energie dafür, weil das ist dann wirklich nicht mehr viel, was ich da tun kann. Oder mache ich in dieser Runde nichts anderes, außer mal abzuwarten, mich zu verteidigen eventuell und kriege dafür einfach mehr. Mhm. Ja? Um in der nächsten Runde wieder Gas zu geben. Ja, vielleicht lasse ich jetzt erstmal rankommen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ich tun kann. So, vielleicht nochmal ganz kurz, was ich mit den Kisten machen kann, weil die haben wir jetzt noch gar nicht. Und wie kriege ich die wieder dahin? Das hattest du, glaube ich, noch nicht gesagt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, die bekommt man tatsächlich nur über, wir sind ja bei den Kisten. Mhm. In den Kisten gibt es nämlich Live-Potions. Okay. Ja. Das ist natürlich alles einfacher, wenn man das einfach auf dem Tisch liegen lässt hier. Und zwar in den Kisten kann ich Live-Potions finden. Die sehen dann so aus. In diesem Fall sind da Live-Potions drin. In 2 oder 3 von den Kisten. 3. Und die machen Folgendes. Da kann ich nämlich 2 von den Gems dann wieder zurückziehen. Ja, also ich kann sie wieder ins Spiel bringen. Ja. Um da dran zu kommen, muss ich, wie gesagt, erstmal eine Kiste aber öffnen. Welche Kiste ich da erwische, das weiß ich nicht genau. Das ist ein Asset-Deck, das wird zusammengestellt, je nachdem, was das Szenario so bietet. In diesem Fall sind da jede Menge Life-Potions drin. Exploding Orbs, die ich für Fernkampfangriffe nutzen kann. Die fügen dann Flächenschaden zu in dem Bereich. Und ein Schild. Das ist ganz schön, damit man sich besser verteidigen kann. Die finde ich in den einzelnen Truhen. Dazu muss ich erstmal bei der Truhe sein, in dem Raum mit der Truhe. Und muss dann entsprechend auf meine Dexterity oder Geschicklichkeit würfeln. Und muss entsprechend eine gewisse Anzahl an Erfolgen schaffen,
um das dann zu können. Es gibt Charaktere, die haben eine Lockpicking-Fähigkeit. Mhm. Die kriegen dann noch einen roten Würfel zusätzlich dazu. Sie sind einfach besser da drin. Ja, und darüber kam ich halt an weiteres Equipment, weitere Möglichkeiten zum Beispiel, mich da zu erholen in diesem Fall. Okay. Ja, das war ja noch nicht alles. Das waren jetzt erstmal nur Grundbox und Regel. Genau. Jetzt, ja, ich habe auch den, ich habe im Kickstarter ja die Kings Pledge quasi gebackt. Das heißt, in Summe waren es, glaube ich, 135 Euro statt, ich glaube, 80 oder was die Grundbox war. Und dafür kriegt man halt eine ganze Menge Material noch mit dazu. Also alles, was jetzt hier liegt, ist praktisch der Kings Pledge. Also der zusätzlich zum Genau, Beispiel, was alles, was hier liegt, ist Kings Pledge. Das gibt es on top zu der normalen Retail-Version, die wir eben gesehen haben. Aber auch alles exklusiv, ne? Also nichts, was geht nicht in Handel. Also ich gehe immer davon aus, das geht nicht in Handel. Fände ich sehr schade. Mhm. Weil natürlich von dem Material hier auch, also ich hätte eigentlich ganz gerne jede Menge Szenarien für das Material auch. Und das kriegt man in der Regel dann, wenn viele Leute Zugang dazu haben. Ja, stimmt. Ja. Und von daher würde ich mir wünschen, dass möglichst viele Leute das auch so kaufen könnten. Zumal auch wirklich schöner Kram dabei ist. Könntest du es ja mal ein bisschen detaillierter anschauen. Genau. Vielleicht in der Reihenfolge wie eben auch. Erstmal die Miniaturen. Da sieht man hier schon wieder zwei komplette Trays voll mit Kram, voll mit tollen Sachen. Jede Menge Tentakel zum Beispiel, die dann, meint ich mal etwas hier so, so kleine Tentakel zum Beispiel, großartig, die dann irgendwo aus einem Sumpf herauskommen. Es gibt zwei weitere Boards, sehen wir gleich, wenn der Kram hier davor weg ist. So kleine Haufen mit Schädeln, ja. Das ist ein schönes kleines Detail, finde ich ganz witzig. Ja, das ist echt schick. Auch so ein Detail, so ein Bücherschranke, ja. Wirklich mit viel Kram drin, irgendwelchen Fläschchen, die da drin stehen, Bücher, ein Totenschädel auch wieder. Also ganz toll, um so ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen. Tische, also man kann die Gaststätte des Gasthaus, was wir eben gesehen haben, kann ich auch komplett sogar ausstatten. Ach ja, ich hatte ja vorhin bemängelt, dass ich mir nur 5 von den Truhen gekauft habe. Na, hier sind ja noch ein paar. Sehr schön, das heißt, ich muss nicht nachkaufen. Großartig. Das freut mich. Das sind Kisten hier, ne? Oder? Das sind Kisten, das sind irgendwelche anderen Truhen oder Kisten oder sowas. Etwas anders. Finde ich klasse. Also ja. Echt eine schöne Sache. Und ja, natürlich. Natürlich. Eine kleine Hommage an den Film. Auch wenn du ihn nicht so brillant findest. Aber ich kann mich an das Kamel erinnern. Ja, das Kamel, dem ist es nicht im Gedächtnis geblieben. Nee. Also hier hat man die einmalige Möglichkeit, es sind natürlich keine Tiere verletzt hier beim Spielen. Nein. Aber super. Ansonsten von den Miniaturen her hauptsächlich Miniaturen, die man schon kennt. Zum Beispiel halt einfach weitere Skelette, weitere Mumien noch dazu, weitere Piraten noch dazu. Einfach mehr Material, aber auch zum Beispiel, ich glaube, die haben wir vorhin nur in anderer Pose gesehen, ja. Diese Hellebardiere hier. Einfach mit anderen, andersrum halt dargestellt. Und jede Menge andere zusätzliche Helden auch noch. Ja, die sind dann auch wieder mit den Heldenplatten dabei, die zeige ich gleich nochmal. Jede Menge und trifft's. Vielleicht nochmal, um es abzuschließen mit den Miniaturen. Natürlich ganz groß. Ganz groß. So das Ding aus dem Sumpf. Ein Riesenklopper von Miniatur. Ich möchte das gar nicht Miniatur nennen. Nee, ja? Theoretisch. Mehrteilig quasi. Ja. Was dann wirklich so ein komplettes Feld ausfüllt. Also die ganzen Tentakelteile, die gehören noch zu ihm dazu, ne? Oder ja, die gehören dazu. Man kann die natürlich, je nach Szenario, es ist ja deine Sache, was du dann machen willst. Ja. Du kannst natürlich auch ein Szenario, wo nur dann diese Dinge aus dem Wasser kommen. Ja, das ist schon genial. Aber das sieht schon super. Das ist halt schon super, ne? Wenn man es hat, warum soll man es nicht benutzen? Ja. Ja, ja. Also Riesending. Gegen sowas möchte man gerne kämpfen, ne? Das ist echt eine tolle Sache hier irgendwie. Ja. Gut, das sind also mal die Miniaturen. Wie gesagt, ganz viel, was einfach mehr am Material bringt, aber ganz viel, aber auch zum Beispiel neue Charaktere. Also wirklich ein riesen Blumenstrauß an zusätzlichen Charakteren, die ich jetzt dabei habe hier. Conan in verschiedenen Varianten. Conan the Wanderer. Zum Beispiel ist dabei Conan
der General ist mit dabei. Conan, der Mercenary, hat also verschiedene Möglichkeiten, was man aus den Kurzgeschichten, vielleicht wenn man sie gelesen hat, auch kennt. Conan in verschiedenen Phasen seines Wirkens nochmal zu spielen. Ich zeige hier mal so ein paar von den Miniaturen. Natürlich Conan auch mit einer riesigen Axt. Also ist einfach schön. So schön, ja. Viele Optionen zeichnen sich dann auch in den Fähigkeiten ab. Zum Beispiel hier, man sieht schon Conan mit zwei Äxten bewaffnet. Das heißt, da hat er dann auch die entsprechenden Fähigkeiten dazu. Das gibt einfach nochmal mehr Möglichkeiten, einfach zu variieren. Ne? Also zum Beispiel dann auch die einzelnen Szenarien nochmal mit komplett neuen Charakteren zu spielen. Also auch weitere Charaktere neben Conan natürlich, die dann dabei sind. Ein ganzer Blumenstrauß, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht gezählt, aber es sind viele, die noch on top kommen. Also tolle Sache. Dann ein ganzer Schwung weiterer Ausrüstungsgegenstände. Mhm. Also auch neuer dann praktisch. Auch neuer, mhm. Ja. Irgendwelche Brustplatten, Piratensäbel, zweihändige Schwerter. Also wirklich reichlich Material. Auch irgendwie für Szenarien halt einfach so buchstabierte Karten halt haben will, um halt damit irgendwelche generischen Dinge im Szenario halt zu beschreiben. Also, du meinst die Karten dazu, einfach nur die Buchstaben drauf? Genau, da waren einfach nur Buchstaben drauf. Es gibt auch Karten, die sind leer. Da kann man sich dann selbst noch was überlegen, was man machen will. Eigene Ideen drauf malen. Das mache ich nicht so unbedingt, aber ich finde es schön, dass man das wirklich mal so aufmacht als Option. Nach dem Motto, macht euren eigenen Kram und steuert was dazu bei, macht eure eigenen Szenarien. Ja. Ein ganzer Schwung weiterer Zaubersprüche hier dann auch mit dabei. Das macht also auch für die Magier nochmal richtig richtig viel Material dazu, viel, was man an Möglichkeiten hat. Einfach toll. Ist gewaltig, Sekt. Wie vorhin schon gesagt, Französisch. Alles nochmal Französisch. Ich habe es mal eingeschweißt gelassen. Ja, gut, lasse ich halt in der Box. Die ganzen Charaktere hier auch mal so kleine Plättchen mit dabei. Weitere Würfel, 6 Stück. Ich habe natürlich auch noch nicht genug. Also es sind massig Würfel da drin. Das ist schon der Oberhammer. Und nochmal ein paar weitere Plättchen, die kennen wir auch schon aus der Grundbox. Was ist mit dabei? Auch dann für den Overlord natürlich. Weitere, die ganzen Miniaturen natürlich dann hier auch. Mhm. Mit den entsprechenden Aktivierungsteils. Hier dann zum Beispiel so ein Skorpion. Übrigens alles auch wieder zweisprachig. Das hier ist nur die englische Auswahl an Karten dabei. Auch das Dromedar ist natürlich dabei. Kamel, hat doch nur einen Höcker. Ja, also ist mit dabei. Das kann man dann sowohl als Gegner haben, ja, Gegner des Kamel, als auch als Verbündeten, den man dann über seine Kommandierenfähigkeit vielleicht befehligen kann. Also auch die Option hat man ja, dass man über Leadership dann andere Karten hier noch mit aktivieren kann. Okay. Ja, alles mit da drin. Tolle Sache. Es gibt noch weitere Szenarien mit dazu. Hier ist die englischsprachige. Französisch natürlich auch. Genau, Französisch auch nochmal. Das heißt 4 weitere Szenarien, die dann natürlich auch mit den entsprechenden Bodenplänen und mit den Miniaturen funktionieren. Mit dabei war dann auch noch so ein Zugbeutel. Und eine große Karte von der Welt, in der das Ganze spielt. Hyperborea, also frühzeitige, urzeitliche Welt quasi. Die Welt, wie Robert E. Howard sie halt beschrieben hat in seinen Büchern auch. Und viele dieser Städten findet man dann auch wieder. Die Erweiterungen, die noch kommen, spielen dann hier auch in entsprechenden Bereichen, zum Beispiel Nordheim oder Kitai. Die dritte Erweiterung weiß ich nicht genau, ich glaube Stygia war das. Das heißt dann in so einem Wüstensetting, in einem Schnee-Eis-Setting und in so einem asiatischen Setting. Das kommt dann noch in der Erweiterung, in den Erweiterungspacken, die dann noch in Vorbereitung sind, die auf uns zufahren noch. Ja, das ist der King's Pledge.
So, die letzte Rutsche. Ja, jetzt mal die ganzen Add-ons. Einmal alles hier schon mal ausgepackt auf dem Tisch. Eine ganze Menge Kram. Wir gehen mal einfach alles einmal durch, würde ich sagen. Bei den Add-ons, ich bin mir nicht sicher, ob das alles nachher käuflich zu erwerben ist oder ob einige davon auch exklusiv bleiben. Ich hoffe, wie eben schon gesagt, natürlich, dass möglichst viel davon im freien Handel nachher zu haben sein wird, weil ich einfach die Szenarien mit diesen ganzen Monstern hier, mit den ganzen Optionen dann auch spielen will. Und natürlich ist es einfacher, ich habe es eben schon gesagt, wenn es sowas im freien Handel gibt, weil es dann einfach viel mehr Menschen gibt, die dafür vielleicht irgendwas machen wollen. Gut, wir gehen einfach mal durch. Fangen wir hier oben an. Es gibt so ein paar Gastboxen. Da haben große Künstler was hier beigesteuert. Es gibt eine Brom-Box. Brom ist sicherlich ein Begriff für viele, ist ein großartiger Künstler. Es gibt die Paolo Parente-Box und es gibt die Xavier Collette-Box, die also alle drei hier was beigetragen haben. Und Paolo Parente, den habe ich gerade. Genau, zeig mal die Box. Das ist hier Paolo Parente. Genau. Wobei tatsächlich mein Lieblingsmotiv, muss ich ganz klar sagen, das ist Xavier Collette King Conan. Großartig, einfach wunderbar. Also ganz toll. Hier dann auch als Miniatur natürlich entsprechend. Gucken wir mal in die erste hier. Das ist, glaube ich, die, das muss ich schauen, die Brombox, genau. Da ist Conan der Dieb drin. Hier mit einer hübschen jungen Dame, die tatsächlich auch mit dabei ist. Das ist nämlich Ballet, Queen of the Black Coast. Moment, haben wir das so? Ja, so genau. So sieht man es. Ja, das sind dann die beiden Charaktere, die dabei sind. Ein anderer Conan halt nochmal. Conan in seiner Zeit als Dieb mit entsprechenden Fähigkeiten halt auch. Dann hat er hat Lockpicking damit dabei. Das sieht man halt hier. Ja, er hat dann also ein ganz anderes Set an Möglichkeiten, die er spielen kann. Und Ballet einfach auch ein weiterer Charakter, der in den Geschichten auch Queen of the Black Coast zum Beispiel eine ziemlich wichtige Rolle spielt und einfach auch schöne Miniaturen dabei. Ja. Ballet ist hier dann in der Box dann auch nochmal einiges an Gegenständen. Auch wieder zweisprachig, Englisch und Französisch. Ja, das ist die Box. Dann haben wir hier eine der größten Miniaturen, den Drachen. Auch entsprechend mit seinen Spielwerten hier. Zwei von diesen Aktivierungsteils. Böser Gegner, glaube ich. Ich freue mich drauf, den mal im Einsatz zu haben dann. Ja. Und ich hoffe drauf, dass wir dafür bald dann auch Szenarien sehen, weil im Moment gibt es leider noch keine. Also für die Add-ons. Jetzt zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Szenarien. Ich hoffe, dass bald auf der Homepage von Monolith dann auch Szenarien dafür verfügbar sein werden. Gut, hierfür brauchen wir keine extra Szenarien, weil das ist einfach ein Türenpack. Und das ist eine ganz, ganz geile Sache, muss ich sagen, weil die Türen lassen sich öffnen. Das ist also einfach großartig. Warum die jetzt weiß sein müssen, weiß ich nicht. Das ist das gleiche wie mit den Truhen vorhin. Ja, ist auch ein anderer Grundstoff, ne? So Hartplastik oder so, ne? Die sind härter. Ja, das stimmt. Die sind relativ hart. Ich muss mal gucken, ob ich die jetzt alles einmal aufbaue und dann irgendwie mit in die Box bekomme, dass ich nicht mehr wieder zerlegen muss. Ja, das ist dann so eine Logistiksache. Aber wie gesagt, wunderbar. Viele, viele Türen dabei. Also ich denke, da wird jedes Szenario irgendwo mit ausrüstbar sein. Das sind auch zwei verschiedene Türendesigns. Die schlichte Holztüren und welche noch mit Beschlägen. Also das ist schick. Mit Liebe gemacht. Kann man im Grunde auch für andere Dungeon Crawler benutzen. So. Ja klar. Das ist maßstabmäßig ist das ja. Ja, ich werde das auch, glaube ich, als extra Box irgendwie lassen. Und dann kann ich das für alles Mögliche einfach aus dem Schrank ziehen, eben Conan-Türen nehmen und dann. Conan-Türen, genau. Genau, die Conan-Türen. Gut, gehen wir mal weiter von hier vorne. Jetzt muss ich eben schauen. Das ist ja die King Conan Box, Xavier Collette. Auch wieder mit zwei Charakteren dabei. Das sind dann auch die beiden Charaktersheets hier. King Conan als spielbarer Charakter. Großartig. Der hat natürlich solche Fähigkeiten wie Command dann dabei. Das heißt, er ist Kommandant. Und hier Ballet the Princess
Nochmal eine andere Variante von ihr. Also echt schön. Dann nochmal zwei tolle Miniaturen dazu. Die zweite Gastbox, die dann veröffentlicht wurde. So, dann haben wir hier einen Sabertooth Tiger, einen Säbelzahn-Tiger. Riesenviech. Klasse. Den möchte ich auch im Szenario unbedingt mal begegnen. Ja, großartig. Ja. So, das hier freut mich besonders. Sehr cool. Das finde ich ganz klasse. Das ist tatsächlich ein spielbarer Charakter. Ich halte ihn mal eben neben King Conan. Ja, um das mal einfach so. Ja. Ja, also das ist so ein riesenhaftes Viech, sage ich mal. Ist es aber nicht. Das ist nämlich Jack of Yoga. Oder Jack of Yoga. Bekannt für jeden, der die Geschichten kennt, aus Tower of the Elephant. Und hier halt spielbar mit entsprechend auch eine ganze Menge tollen Sonderfähigkeiten dazu. Super, also ich freue mich schon drauf, den mal irgendwo einzusetzen. Mhm. Ganz toll. Und auch da hoffe ich natürlich auf baldige Szenarien dafür. So, dann die Black Ones. Großgewachsene, komplett tiefschwarze Figuren mit irgendwie grotesk langen Fingern und sowas. Also es sind explizit keine Schwarze in dem Sinne genannt. Also das wird auch in den Romanen klar beschrieben. Es sind keine Schwarzen. Es sind einfach düstere Wesen. So der schwarze Mann in dem Sinne. Ja, ist das dann gemeint. Also nichts Rassistisches. Das ist einfach in den Stories von Robert E. Howard auch ganz klar und auch in den Fähigkeiten zeigt sich das. Also das sind sehr erschreckende Wesen, die dann da auftauchen können. Das bringt sehr viel Stimmung, finde ich, nachher rein. So, was wir vorhin schon mal gesehen haben, das Adventure Pack mit den Truhen, 5 Stück. Ich habe ja im King's Pledge Gott sei Dank noch ein paar mehr. Ansonsten, wenn ihr die einsetzen wollt, besorgt euch am besten gleich 2 von den Dingern, weil ihr werdet eigentlich fast immer mehr als 5 Truhen brauchen. Hier dann noch ein paar Barrels mit drin und hier so ein aufgespannte irgendwie Wolfsfell oder sowas, Wolfshaut. Und so ein Sarkophag ist noch mit dabei und 2 von diesen Skullpiles, Schädeltürmen. Mhm. Einfach schöne Elemente, die man einfach mit für die Stimmung dann aufs Brett bringen kann. Ja, ja, den fand ich noch auch sehr cool hier. Ja, das fand ich. Da gehört eine Geschichte dazu, weil während der Kickstarter-Kampagne es ist ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die da mitgemacht haben. 16.000 Leute haben das Ding bei Kickstarter mitfinanziert. 3,3 Millionen sind zusammengekommen. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal erwähnt habe. 80.000 wollten die eigentlich nur haben und 3,3 Millionen sind zusammengekommen. Und Wahnsinn. Dementsprechend, also die Leute, die da mitgemacht haben, waren wirklich Feuer und Flamme, waren in der Command-Section auch sehr aktiv unterwegs und haben immer nach Red Sonja verlangt. Aber Red Sonja gehört nicht zum offiziellen Conan-Kanon eigentlich. Aha. Nicht in den Büchern. Naja, und ist wahrscheinlich auch geschützt. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier so einen rothaarigen Charakter, Valkyrie Vanir. Das kommt ja schon ziemlich nah, muss ich sagen. Ja, stimmt, wenn man da dran denkt, habe ich überhaupt nicht im Kopf. Ja, stimmt. Also ich vermute, ich denke mal, das ist so die Hommage an Red Sonja. Wird natürlich niemals offiziell so genannt werden. Nee. Auch wieder komplett mit dem Charaktersheet für die Spieler, aber auch mit Activation Tiles für den Overlord. Das heißt, es ist ein Charakter, der auch als Gegner auftauchen kann. Finde ich sehr interessant. Ja, wie übrigens einige andere auch. Also das Konzept, es gibt auch in der King's Pledge Box zum Beispiel den Conan als aktivierbaren Minion für den Overlord. Ja, man kann also auch einen bösen Conan spielen. Also ganz, ganz cool, finde ich. Mal gehen wir hier mal weiter. Die Witch Hunter, ne? Die Witch Hunter, genau. Eine Gruppe von 4 ziemlich schrägen Miniaturen vor allen Dingen auch. Ja, dann ich zeig mal ein bisschen was hier in die Kamera, kann man das gut erkennen. Ja, geht so, ne? Ja, müsste. Müsste ja nicht so. Im Hintergrund hier. Da. Ja. So müsste es gut sehen. Ja.
Das sind einfach von den Miniaturen her klasse. Ja, die sind super. Ja. Und auch komplett mit den entsprechenden Teils dabei, mit besonderen Fähigkeiten. Also, toll. So, Baal Petor. Auch einfach füllt auch das Arsenal des Overlord deutlich nochmal auf. Mit 3 Activation-Teils hier nochmal dabei. Ja. So, dann, ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt ja diese Fähigkeit Leadership. Das hier so, ja, für King Conan, der muss natürlich auch eine entsprechende Leibgarde haben. Die Black Dragons Garde hier mit 5 Miniaturen. Einfach damit King Conan auch was zum Befehligen hat. Als Minions für den Spieler zu spielen oder als Truppen, die der Spieler mit aktivieren kann. Aber natürlich ist ja auch möglich, dass der Overlord die in seine Armee mit aufnimmt, je nach Szenario. So, dann kommen wir hier zu den Crossbowmen. Einfach eine ganze Einheit mit 10 Miniaturen nochmal Crossbow Einheiten, also wie heißt das auf Deutsch? Armbrustschützen. Vielen Dank. Ja. Ja. Entsprechend dann auch mit einem ganzen Haufen, nehmen wir mal raus, mit einem ganzen Haufen von Activation Tiles, sodass man also auch mehrere Einheiten daraus bilden kann, die dann separat aktiviert werden können. Also ich glaube, das bereichert das auch nochmal deutlich. Und hier last not least ein Erddämon, finde ich auch als Miniatur einfach schön. Ja, nochmal ein starker Gegner, den man in verschiedenen Szenarien sicherlich auch nochmal schön einsetzen kann, mit großer Kampfkraft. Ja, also einfach erhöht die Varianz, die man dann möglicherweise hat, nochmal sehr, sehr deutlich. Und wie gesagt, ich hoffe inständig, dass viel an Szenarien dazu noch kommt. Es wurden ja eine ganze Reihe in der Kickstarter-Kampagne schon von Spieleclubs angeschrieben und die haben dann Prototypen bekommen mit der Bitte, dass die Szenarien liefern. Ich hoffe, dass da demnächst dann was kommt und ich hoffe natürlich auch, dass jetzt, wo das Spiel am Markt ist, demnächst dann aus den entsprechenden Foren da einiges an weiteren Szenarien dazu kommt. Ja, das wäre super. Ja. Das ist erstmal alles, was an Add-ons zu haben war. Wie gesagt, ich weiß gar nicht genau, was davon alles exklusiv war oder ob das alles käuflich zu erwerben ist. Ich hoffe, wie gesagt, drauf. Ja, ansonsten, das sind die Add-ons. Das sind die Add-ons. Und das war Conan. Das war Conan. Conan Wave 1, sozusagen. Ne? Wave 1, genau. Wave 2 ja. Machen wir dann, wenn wir die Erweiterung haben. Sofort. Ja. Kommt auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja, dann sind wir am Ende. Jetzt schon. Jetzt schon. Oh, ja. Freut uns also, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, wenn es euch gefallen hat. Ich habe den Eindruck gekriegt. Ich denke, so ein Eindruck, wie das Spiel funktioniert, das hast du ganz gut rübergebracht. Also da kann man, glaube ich, schon mal ganz gut rausfinden, ob das was für einen ist. Also ich finde das auf jeden Fall super elegant. Freue mich da tierisch drauf, das zu spielen demnächst. Ja, ich auch. Mhm. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch über einen Daumen. Mhm, so. Ja, so, gucken. Ja, da sind sie. So rein. Genau. Ja, so. Ja. Genau. Und guckt euch um auf dem Kanal. Wenn ihr noch kein Abo habt, freuen wir uns natürlich darüber auch. Wenn ihr Kommentare loswerden wollt, wie immer, einfach melden, schreiben, wir reagieren. Gebt uns 1-2 Tage, aber wir melden uns auf jeden Fall. Alles klar. Dann besten Dank und viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt demnächst. Besten Dank und tschüss. Tschüss.